Moin zusammen, liebe Schwestern und Brüder. Vor einigen Monaten habe ich im Fitnessstudio einen Afghanen kennengelernt. Während unseres ersten Gespräches habe ich mich ihm vorgestellt und gesagt, dass ich ein Priester und in der Bonifatiuskirche tätig bin. Das heißt, du bist ein Christ, hat er gesagt. Ja, habe ich geantwortet. Dann hat er mir eine ganz normale, einfache Frage gestellt, auf die ich viele Male geantwortet habe. Was ist Christentum? Aber dieses Mal konnte ich seinem Verständnis entsprechend nicht antworten. Danach hat mich diese Frage gestört und ich habe versucht, eine Antwort zu finden, die alle, die nichts über Christus gehört haben, nachvollziehen können. Der Roman Les Miserables von Victor Hugo hilft mir, diese Frage zu beantworten. Die Polizei hat den Dieb Zhong Wajong zum Bischof gebracht mit dem geklauten Leuchter. Die Reaktion des Bischofs darauf ist ganz bekannt. Er ist kein Dieb. Ich habe ihm den silbernen Leuchter geschenkt. Die Polizei hat den Bischof wieder gefragt, warum hast du ihm den Leuchter geschenkt? Die Antwort des Bischofs war und ist die beste Beschreibung des Christentums, weil er mein Bruder ist. Ja, wenn ich lehne und lebe, als ob alle meine Schwestern und Brüder wären, dann bin ich ein Christ, ein echter Christ. Mögen die heilige Maria, die Königin, und der heilige Josef, der Fürst des Maimonats, uns helfen, dieses Christentum in unserem Leben umzusetzen. Einen Wonnemonat Mai wünsche ich Ihnen und euch.